اسمي سيد حسن، عمري 14، بصفي بريبي، حلمي سافر كفي علمي، طموحي يكون يعني اطلع ممثله، وانا من سوريا. كريستيان سبرينغر erinnert sich an ihre erste Begegnung. Ich habe Setra 2015 in unserer Orienthelferschule kennengelernt. Da hat sie mir ein Sträußchen Rosen geschenkt. Das habe ich immer aufgehoben in meiner Wohnung in Beirut. Das war mir irgendwie wertvoll. Und das ist leider bei der Explosion 2020 alles zerstört worden. Bye bye. Bye bye. Setra ist in Damaskus geboren. Vor 6 Jahren floh sie mit ihrer Familie in den Libanon. Da war Setra 8 Jahre alt. Alleine laufen konnte sie nicht. Im Krieg hat sie ihr linkes Bein verloren. Orienthelfer organisierte Setras erste Beinprothese. Viele Operationen und neue Anpassungen folgten. Heute kann sich Setra fast normal bewegen. Hilfe braucht sie von ihrem Vater beim Laufen nicht mehr, nur manchmal bei den Hausaufgaben. Dieses Mädchen hat noch Großes vor in ihrem Leben. Sie wollte schon immer hoch hinaus. Orienthelfer wird auch weiterhin dafür sorgen, dass Setra ihren Weg selbstständig gehen kann. Liebe Setra, wir freuen uns schon darauf, dein Strahlen auf der großen Leinwand zu sehen bei deinem ersten Kinofilm.